Und schon wieder kündigt sich eine verblüffende Erkenntnis an. Ein Forschungsteam hat im Zentrum unserer Galaxis etwas Verblüffendes gefunden. Einen ganzen Haufen schwarzer Löcher. Noch ist es nicht ganz sicher, doch der Verdacht erhärtet sich mehr und mehr. Was dafür und was dagegen spricht und welche Konsequenzen diese Erkenntnis hat, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Und übrigens wieder mal einen Themenvorschlag, der über WhatsApp reinkam. Vielen Dank an die Hammer-Community dort. Wie ihr da reinkommt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Diese Entdeckung ist mal wieder ehrlich unglaublich und verändert wahrscheinlich mal wieder die Sicht auf unser Universum. Es sieht so aus, als ob um das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, hunderte kleinere schwarze Löcher kreisen. Schon länger gab es diesen Verdacht, um das Zentrum der Milchstraße kreisen ja unzählige Objekte, aber bisher war es eben nur ein Verdacht, dass es dort auch schwarze Löcher gäbe. Jetzt konnte ein Team um den Astrophysiker Charles J. Haley erstmals konkrete Hinweise dafür finden, dass wohl hunderte schwarze Löcher um das große, supermassereiche schwarze Loch Sagittarius A-Stern im Zentrum der Milchstraße kreisen. Sie sind nicht viel schwerer als die Sonne, aber es gibt eine Menge davon. Es sind stellare schwarze Löcher, also solche, die aus der Masse eines zusammengestürzten Sterns entstehen und dann kaum weitere Materie anziehen. Aufgespürt hat das Forschungsteam die schwarzen Löcher in den Daten des Weltraumteleskops Chandra. Dort fanden sie zunächst hunderte Punkte, von denen energiereiche Strahlung ausgeht. Das sind Röntgen-Binärsysteme, Kombinationen aus schwarzen Löchern und einem Stern oder einem Neutronenstern und einem normalen Stern. Das wird vermutet. Alle 5 bis 10 Jahre speien sie eine große Menge Röntgenstrahlung aus, wenn kein schwarzes Loch dabei ist. Allerdings gab es 6 Röntgenquellen ohne größere Ausbrüche. Das Forschungsteam vermutet, dass es sich eben um schwarze Löcher handelt. Sollte diese Erkenntnis bestätigt werden, dann dürften sich hunderte solche Systeme mit kleinen schwarzen Löchern rund um Sagittarius A-Stern befinden. Das Team vermutet sogar 300 bis 500 solcher schwarzen Löcher im Abstand von nur 3,3 Lichtjahren rund um Sagittarius A-Stern. Bei mir kommt ja sofort wieder die Theorie der schwarzen Löcher statt der dunklen Materie hoch. Wenn jetzt immer wieder mehr schwarze Löcher entdeckt werden, dann kann es sogar sein, dass irgendwann gar kein Platz mehr für dunkle Materie ist und es da schon dadurch bestätigt wird. Das wäre sensationell, aber noch gibt es nicht annähernd genug schwarze Löcher, die das erklären würden, aber sie sind zumindest genauso schwer zu finden wie die dunkle Materie. Am Ende habe ich euch ein Video noch zu dieser These verlinkt. Naja, es bleibt spannend, wenn ihr als erstes Neues zum Thema schwarze Löcher und zu allen anderen Themen erfahren wollt, wie eben auch die dunkle Materie, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp, dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicksum mitmachen oder mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicksum passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der... Genau, Glocke vergessen, hier geht es weiter. Dafür auch draufklicken. Eben mit dem Video Dunkle Materie, Rätsel gelöst, spielen schwarze Löcher eine Rolle. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.